Kiddies sind weg. Zumindest die Kleinen erstmal. Der Große, der haut jetzt gleich ab, wenn ich nach Hause komme, oder ist schon weg, denn gerade. Leon hat jetzt seinen zweiten Probearbeitstag. Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Drück mal ihm mal fest die Daumen. Ja. Supersportler. Supersport 125, das kommt nicht zusammen. Irgendwie nicht, wa? Nee. Das Ding hat zwei Ölfilter, mehr oder weniger. Ein Ölsieb, ja. Und ein Ölfilter, wo ich es bei 125er halt so kenne, dass sie meistens nur ein Sieb haben. Guten Morgen! Morgen! Belegschaft! Guten Morgen, liebe Leute. Ein weiterer Tag beginnt in diesem wunderschönen Laden. Oh Mann, ich bin total fertig. Okay, der erste Auftrag ist wieder einer von mir, weil heute ist Totentanz erstmal. Der Lehrling ist in Berufsschule. Ich bin heute alleine. Schaltwerk Simplex. Das Gute. Ja, ist leider die Einstellschraube abgebrochen. Das ist das Problem, was Simplex hatte mit diesen Plastikteilen. Ja, die haben damit ihre Qualität so runtergesetzt, dass sie dann letztlich vom Markt verschwunden sind. Obwohl es eigentlich gute Schaltwerke waren. Tja, Problem ist hier, wie gesagt, ich kann den unteren Anschlag nicht mehr einstellen. Die Kette springt dauernd raus und mit Vorspannung und so, das funktioniert nicht richtig. Das funktioniert nicht zuverlässig hier mit der Kettenvorspannung. Mal so und mal so und irgendwann hüpft sie runter und das ist scheiße. Das mag ich nicht, deswegen baue ich das Schaltwerk ab und schau mal, was ich an neuen Schaltwerken noch da habe. Sehr schön. Goldstaub auch heutzutage. Dieses Ensemble hier. Selbst wenn das Schaltwerk defekt ist, das Teil könnt ihr euch immer aufheben hier. Diese Schaltwerkschraube mit dem Gegenstück. Genial. Wenn man es braucht, hat man es, findet man es nirgendwo. In keinem Fahrradladen. Denn jetzt hier heute. Den Zug erneuern wir natürlich auch. Ich zieh gleich mit raus. Wir nehmen einen neuen Zug.
Jetzt schieben ihn in die alte Hülle. Jetzt brauchen wir ein neues Schaltwerk. Das muss ich jetzt erstmal drüben suchen gehen in meinen riesen Bundes. Das Schaltwerk baue ich hier vorher aus. Und wenn wir das ordentlich vorbereitet haben, kommt sowieso der erste Kunde. Und dann machen wir wieder eine Reparatur, Schlauchwechsel oder so. Und das war's dann. Defekte Schaltwerke zum Schlachten. Da muss ich mir immer noch eine Kiste machen. Eigentlich ist es ja nett. Aber so eben nicht.
Testfahrt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Für mich ist das nichts, aber das ist schon Kult irgendwie. So ein Peugeot-Klapprad. Ist eigentlich schon ganz geil, viele wollen es haben. Ich verkauf's. Mehr nicht. Also besonders finde ich das nicht, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht so vom Fahren. Vom Fahrgefühl ist aber auch nicht meine Größe, muss ich dazu sagen. Und ist halt auch nicht mein Stil unbedingt von Fahrrad. Bei Jens. Ist ein Ding. Mein Lieferant war gerade da. Jetzt hat sich rausgestellt, das können wir noch eben. Dass man sich so kennt. So über. Das ist unglaublich. Die Welt ist wirklich so clean. Unglaublich. Unglaublich. Dankeschön. Bitte, bitte. Unglaublich. Ah, dieser drauf, hier muss man natürlich das. Eine Kundin, der die Sattelstütze wechseln soll, weil ihre alte Sattelstütze, da ist hier die Schraube abgerissen bei der Fahrt. Auch gefährlich. Kann passieren, kann man nicht voraussehen tatsächlich. Irgendwann ist es soweit. Allerdings hat sie mir jetzt ihren alten Sattel nicht da gelassen. Ich habe schon mitgenommen. Muss ich sie mal anrufen. Den hätte ich jetzt nämlich gerne montiert. Dann machen wir das mal. Anrufen. Telefon. Der Lehrling hat Berufsschule. Du glaubst nicht, wie klein die Welt ist. Wen hast du getroffen? Naja, also Berlin sowieso. Berlin mit Umland. Na hier, ich würde mich ein bisschen mit dem Lieferanten unterhalten, in Ehen hier. Morgen. Moin Wolfgang. Hast du gewonnen? Ja. Ich rufe aus der Kuh, hast du nicht gehört vielleicht. Ich hab was sortiert heute Morgen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ich bin alle Tag der Doktor gekommen. Ja. Jetzt muss ich heute am Mittag, wenn man kann, was gefahren. Jo, wer macht das? So, da geht nämlich jetzt viel wahrscheinlich auch meinen Taxi-Schein für Freitag. Meine Güte, hast du ein Aufrister. Da kann ich da auch nichts für. Der Arzt, wenn der Arzt das sagt, dann muss ich das da machen. Bis später. Bis später. So, darfst du weiter reden? Du hast geredet. Ecke? Ach, die Welt ist klein, genau. Die Welt ist klein, die Welt ist klein, die Welt ist klein. So, hier, damit ihr wisst nochmal, quasi war das Rad mit der Tretkurbel, die Marlies so schön verschönert hat hier, mit der Blume. Und da wollten wir ja mal sehen, wie das so mit dem Langzeittest. Man sieht schon, es geht schon ein bisschen ab, ne? Aber es sieht immer noch ganz nett aus. Kann sie ruhig öfter machen.
Zwei. Ja. Hier hinten. Der UPS. Stehen Sie sehr sicher. Was hast du denn bestellt? Eine Breitling. Eine Breitling? Ja. Aber ich selbst. Das ist geil. Thank you.
Spannung, aber ja nicht schlecht. Ja. Thank you.
Jo. Jo. Bräuchten nur einen Schlauch. Welche Größe? War letztens schon da, ich weiß nicht, ob das Fahrrad da. Hat einen Nagelreifen. Ich habe da ein Loch geflickt, aber ich glaube, das war nicht das einzige. Ah, okay. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit, ehrlich gesagt, mich da nochmal hinzusetzen. Heute wieder Bike Repo. Also, ich habe wieder ein Rad hier, das ist definitiv geklaut. Kann ich auch zeigen, scheißegal. Hier. Kettler. Neu. Quasi neu. Mit so einem Mikroschloss hier. Neu, neu. Fucking neu. Tja, was soll ich sagen? Wieder von dem guten Typen, der letztens schon das Rad gebracht hat. Ich habe heute zu ihm gesagt, du pass auf, das war jetzt das letzte Mal, ich habe mir jetzt doch, jetzt habe ich gesagt, jetzt beenden wir das Ganze, du lässt das Rad hier, das bleibt sowieso hier, ja, du bringst hier keine Räder mehr an. Ich meine, letztens hat das Rad ja so da gelassen, ohne Geld dafür zu nehmen, ich meine, ist total bescheuert. Jetzt hat das wieder so da gelassen, klar, weil er musste, weil ich gesagt habe, pass auf, ey, zeig dich an, ganz einfach, das geht so nicht. Kommst du ja mit den lauten Rädern an? Ja, wieso geklaut? Nee, nee, ist aus KW. Niederlehme. Und am Ende war es Karlshorst vom Bahnhof. Weil stand da so rum. Genau, ist furchtbar, 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 furchtbar. Ja, jetzt melde ich das der Polizei, denn. Also nicht jetzt, sondern. Obwohl, kann ich jetzt auch machen. Und. Ja, mach das gleich. Und dann. Oh, oh, leg erstmal auf Top. Und dann kriegt einer sein schönes Rad wieder zurück. Yay! Ja. Ich weiß nicht drauf von irgendeinem Händler. Das ist jetzt, habe ich jetzt auch nochmal geguckt, dass das einfach nur weiß. Ja? Geklaut ist es auf alle Fälle, hat er ja zugegeben. Ja, deswegen. Gut. Also, bis dann. Genau, bis morgen. Ciao, ciao. Hilfe, Schimmel. Ach, Mensch, ey. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, ja, auch wenn das letzte Rad leider nicht mir der EK zurückgegeben wurde. Ruff, ihr Schissen, ich höre trotzdem nicht auf. Die Griffe wie neu, alles wie neu, fast nicht alles. Grandios, an. Hätte wäre nämlich ein Remover-Koffer, so ein älterer und also so ein Ziehkoffer, und darum der
gezogen und dann ist das auf der einen Seite rausgesprungen und dann haben wir es wieder reingefummelt. Jetzt lässt es lieber nicht mehr einfahren. Immerhin hat es probiert, er kann es aber nicht. Ich traue mich erst gar nicht ran. Jetzt habe ich bei Remova angerufen. Erstens müsste man den dann ins KDG bringen und dann nehmen die pauschal 71 Euro, weil die es irgendwo einschicken können. Also für das Ding ist das mir zu viel zu bleiben. Na, selbst jetzt, wo du eigentlich auch nicht so richtig reingekommen wärst, wäre jetzt hier eigentlich so Finanzberater oder irgendwie sowas teilweise. Oh, da kenne ich mich. Also da hat uns jetzt mal einer angesprochen gehabt, das war letzte Woche. Und der meinte auch, so, ja, eigentlich ist sowas auch immer mehr jetzt so mit Babydarmien gewesen und so, aber jetzt sind wir auch gerade am Suchen und so. Und jetzt diesen Donnerstag machen die da auch irgendeine Besprechung, haben die da für Anwerben und so. Meinst du Finanzberater oder Schneeballsysteme? Also er hat sich unter Finanzberater mehr oder weniger so Finanzvermögensberater, irgendwie so ein Scheiß war das so gewesen. So an, aber das war halt so nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Das war halt so ein, du hast direkt mitbekommen, das war so ein Typ gewesen, der wollte seinen Zuschuss haben. Für Anwerber. Okay. So genau war das. Der hat hier so schön schmackhaft geredet und sonst was und fing dann noch einmal damit an, die hier seinen Kontostand zu zeigen von letzter Woche. Genau, das ist es. Genau, und dafür an hier mit fünfstelliger Zahl und so. Jo, na das sind genau mit die Leute, mit dem ich da gequatscht hatte. Wollte ich dir gerade mal zeigen hier. Der ist direkt drauf eingegangen und so und ich dachte mir so, Alter, was machst du denn? Wie kommst du denn an so eine Leute? Da, wo ich in der Maßnahme bin, da ist unter anderem so ein Büro. Zwielichtige Person. Du meinst denn vorne drin? Der war nicht vorne, der kam auch von da hinten, von dem hinteren Gebäude. Oh, kam direkt aus unserem Eingang. Aus. Die kalte Küche. D-Eingang, D-Haus. Kam auch direkt raus und dachte ich mir so, Alter, du gehst ja voll drauf ein, Mann. Und mir wollte er denn schon so. Und ich wäre so weit. So kam der, möchten Sie monatlich so und so viel? Das war ja noch die kleine Summe. Und dann gab es ja welche, die haben eine ganz andere Summe geschickt. 300 D-Mark oder mehr verdienen. Dann rufen Sie mich an. Ja. Arschlöcher. Sind Arschlöcher. Nur den Sinn. Ich war mit dem so direkt abgewiesen, Herr Zerrat. Ja, ist ja vernünftig. Und ich hab's direkt halt mitbekommen. So, und der ist so drauf eingegangen. Meine E-Mail nicht rausgedrückt und alles. Naja, darum geht's denen ja nicht. Denen geht's darum, dass sie dich mitschleppen zum Seminar. Du im Seminar dann erfährst, wie du da richtig reich werden kannst. Wie du in kürzester Zeit wirklich viel Geld verdienen kannst, weil die Leute alle so dumm sind und das alle machen. Und so. Und ja, du kannst dann, glaube ich, auch nicht telefonieren teilweise und so und irgendwie Leute was andrehen und das nicht. Ja, also, du musst die Leute einfach zum Seminar schleppen. Und pro Kursteilnehmer, der dann da mitmacht, dann kommst du zum Seminar, entweder kostet gleich 50 oder 60 Euro, dann kriegst du schon was. Du kriegst halt deine Provision, genau. So. Und das wollte er eben. Und da habe ich sofort mitbekommen. Er meinte auch so direkt so, was arbeitest du? Wurde richtig hellhörig, wa? Aber auf jeden Fall ist so drauf eingegangen. Ich dachte, Alter, bist du denn eigentlich? Lass dich voll abzocken! Und dann haben wir ihn auch, die ganzen anderen haben ihn auch direkt so, und von dem Typ da, der da die Seminare gemacht hat am Freitag immer, ja? Der hörte sich vielversprechender an, ja? Hier, was? Der ist nämlich. Wie macht sowas hier? Oh fuck. Network Marketing. Das ist hier sogar von ihm. Das muss ich eigentlich nur zurückgeben. Aber wollte ich mir eigentlich mal durchlesen, weil der gibt. Also ich habe ihm gefragt, wie ist denn das? Weil er meinte, ja, hier, dann kriegst du deine Kundennummer. So zum Einkaufen, online einkaufen. Und kriegt allein wegen der Kundennummer. 30% auf alles. Für was denn? Ja, alles zum Einkaufen. Halt. Erfolgreich, frei und selbstbestimmt in die berufliche Zukunft starten. Deine Chance heißt Network Marketing. Okay. Du träumst von einem Lifestyle, der ein gutes Einkommen, Reisen in fernen Ländern, Spaß im Leben bietet. Dann bist du im Network Marketing genau richtig. Der Typ ist auf jeden Fall. Möchtest du frei, aber dennoch erfolgreich sein? Möchtest du viel Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie verbringen und dennoch finanziell gut aufgestellt sein? Pass auf. Guck dir die Erfolgsstory an von S und M. Wie hießen die? S und M. Und dann wirst du sehen, das ist alles Scheiße. Das ist ganz großer Mist. Diese Leute sind ja wirklich gut. Die sind gut. Die das machen. Und es sind immer die Führungskräfte, die sie hinschicken. Die sind perfekt. Die überreden dich.
Die können quatschen, die können reden, die sind sympathisch, die sind charismatisch, die haben Ausstrahlung. Er meinte, muss man denn irgendwas dafür machen? So, gar nichts. Und so, das genau. Ist der Karma. Dann denke ich mir aber eher so, das ist ja dann eher die Gier, die einen nach mehr Prozenten treibt, wofür man denn was machen muss. Weil er meinte erst einmal, ich bin mittlerweile bei 60 oder mehr Prozent. Boah, 75 Prozent. Ja. Für was? Was denn? Er meinte jetzt irgendwo einkaufen, online. Lass mich nicht mal. Scheißegal, irgendwas. Ich wollte es mir selber noch durchlesen. Er meinte, ja. Hast du dich schon mal drüber informiert? Dann lese ich mir das geheim durch. Da bist du ja schon abgebildet. Was? Du bist ja hier schon abgebildet. Nee, keine Ahnung. Ich gib's ihm wahrscheinlich auch einfach nur zurück und sag so, ja, hab jetzt nicht so die Zeit gefunden. Da steht es ja schon. Network Marketing wird von Laien gerne mit einem eleganten Schneeballsystem gleichgesetzt. Schneeballsystem, ja. Hier steht drin, wir sind kein Schneeballsystem. Ja, nee, aber letztens, wie er mir denn auch so übertrat, war denn auch. Allein dieser Aufkleber, den kenne ich noch aus den 80er, 90er Jahren. Ja, wer kennt diese nicht? Wahrscheinlich haben sie davon 1 Milliarde Stück produziert. Er wollte das Heft ja zurückhaben. Ach, was? Ja. Ja, wieso? Weil er so viel verdient. Das muss er noch den nächsten geben. Das ist nämlich geworden so 90er oder so, wie das auch gemacht ist. Das ist ein Sonderdruck, ja, natürlich. Du musst ja bloß mal die Klamotten ankicken. Die Jugendlichen, die hier sitzen, mit ihren Ray-Ban. Obwohl, dieser Ghetto Blaster, der ist schon doch eine neuere Generation. Hier, Zahlen, Anzahl Vertriebspartner weltweit. 88,4. Was sind das? Prozent oder was? Nee, 8,4. Mitarbeiter, Dann hast du noch so ein paar Beine da stehen, ihr habt da direkt Ersatzbeine. Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, bitte, ey, wie Luis, von dem noch von dem anderen und die meinen, die sind gut, die können viel reden, die können gut reden und so. Und du fühlst dich richtig zu Hause und geborgen. Wie hießen denn die zwei Spinner da? War das S&M, diese Millionen, oder am Ende ja fast Milliarden, oder hunderte Millionen Betrüger, diese riesen Bude aufgemacht haben, aus dem Nichts raus? Da gibt es jede Menge, also jede Menge. Per Telefon irgendwie Kunden zu gewinnen, aber man sagt, wollen sie da nicht investieren? Mensch, wissen Sie doch, wir beide haben doch Eier, oder? Ja, stimmt, so. Genau der war das, ja. Ja, irgendwas, ja Mensch. Ich muss mal glatt mal gucken, wie hießen denn die... Der Göker ist schon gut. Guck dir einfach sowas an und dann weißt du, warum. Warum die Leute auch drauf reingefallen sind. Weil die Typen können einfach quatschen. Die können, ja. Die sind aber gut. Wenn die was von dir wollen, dann sind die. Deswegen. Unter, Alter. Hallo, willst du mit dem? Mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen, in der Klasse. Und. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist ein guter Kumpel von mir, wa? Also ja, man hat jetzt war schon eine Weile keinen Kontakt, aber sagen, also, bei der Hochzeit war er ja mit dabei, oder? Ja. Und ich glaube, der hat immer so viel zu tun gehabt, deswegen habe ich gesagt, geht dir nicht mehr auf den Sack, wenn du mal Zeit hast, kommst du einfach rum. Wie in die Welt ist, unglaublich. Wir haben uns über Schilder unterhalten, ich sage, ja, ja. Ja, genau, die Schilder. Ich sage ja nur, wie es auf dem Markt. Ja, ja, genau. Ja, da wollte ich eigentlich hier hinzwischen, hier, mit dem Pedal. Aber jetzt hat seine Mütze wieder mal vergessen. Boah, ich geh noch die Schrauben hier mal. Welche Schrauben? Ja, die. Hier packt hast du sie nirgendwo mehr. Bis morgen, ciao.